Die Zinnoberinsel. Hier glüht die Leidenschaft rot wie Feuer. Aus gutem Grund. Denn der Arenaleiter Pyro trainiert Feuer-Pokémon. Aber hier kommen wir erst einmal nicht rein. Auf der Tür steht etwas in kleiner Schrift geschrieben. Frage: Wo befindet sich der Schlüssel zu dieser Arena? Hinweis: Vielleicht in einem zugewachsenen Gebäude? Ja, das wurde aber, glaube ich, auch ein bisschen vereinfacht. In den Originalen hieß es einfach nur, die Arena ist zugesperrt oder so. Jetzt bekommt man doch einen sehr wertvollen Tipp. Aber ist okay, ist okay. Dich haben wir auch noch nicht gefangen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dich werden wir in der nächsten Folge fangen. Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel, ist ein seltsamer Mann. Er hat hier schon gelebt, bevor das Labor gebaut wurde. Damit meint sie dieses Labor. Das passt auch so gut wie überhaupt nicht zum Rest. Ich meine, schaut euch mal diese Bruchbude an. Und dann dieses hochmoderne Labor. Das ist richtig deplatziert. Oh, wer ist das denn? Ein Foto vom Gründer des Labors, Dr. Fuji. Wait. Ist aber nicht der Typ, der jetzt in Lavandia ist, oder? Wobei, der sieht ihm ähnlich. What the hell? Wir widmen uns hier tagtäglich der Forschung von Pokémon. Es kommt auch vor, dass Leute seltene Pokémon zur Begutachtung vorbeibringen. Mhm. Du arbeitest gerade ganz hart, ja? Willst du dich etwa in unserem Labor umsehen? So jung und schon so neugierig. Sehr löblich. Klar, Mann, ich habe ein 1,0 Abi. Zinnoberinsel Labor, Empfangsraum. Ach stimmt, in den Originaleditionen konnte man hier auch ziemlich viele Pokémon mit anderen Trainern tauschen. Hat man das beibehalten? Dieses Sofa ist total weich. Es fühlt sich an, als würde man auf Wolken sitzen. Also über meinen Sofa kann ich mich auch nicht beschweren. Das hier ist unser Empfangsraum. Hier halten wir Meetings mit unseren Gästen ab. Wenn er gerade mal nicht belegt ist, kommen manche Forscher hierher, um sich vor der Arbeit zu drücken. Ha, hab ich mir noch gedacht, dass ihr nicht wirklich krass am Knechten seid. Schönes Poster, Aerodactyl und Ammonitas ist darauf abgebildet. Oder Amoroso? Man kann sich genau erkennen. Ich glaube Ammonitas. Ich habe auf dem Mondberg ein Fossil gefunden. Das stammt sicher von einem seltenen, urzeitlichen Pokémon. Ich habe auch eins gefunden. Was kann ich denn jetzt damit anstellen? Will mir denn jemand helfen? Hey, du da! Rennen auf dem Gang ist verboten. Das wollte ich schon immer mal sagen. Ja, gut, okay. Alles klar. Das sieht aber cool aus mittlerweile. Für Bewohner der Kanto-Region sieht dieses Gerät auf den ersten Blick womöglich wie eine Waschmaschine aus. Es ist aber keine. Ja, ich hatte auch an Waschmaschine oder irgendeinen krassen Drucker mit 3D-Print-Funktion gedacht. Wobei, vielleicht ist es ja sogar einer. Vielleicht ist es sogar einer. Ich habe einfach viel zu viel zu tun. Ja, das kenne ich, das kenne ich. Oh je. Funktioniert der PC nicht? Du, da bin ich Experte. Was haben wir denn hier? Ein kleines Kind mit einem großen Traum, das sich einbildet, mit uns Forschern mithalten zu können? Pah, du kannst doch nicht mal eine Petrischale von einem Reagenzglas unterscheiden. Ich weiß doch nicht, was ich dir getan habe, aber okay. Boah, sorry, dass ich dich einfach so verhöhnt habe. Ich habe jetzt seit Tagen nicht geschlafen. Nimm das hier als Entschuldigung. Boah, Bruder, kann ich gut nachvollziehen, ey. Die TM-02 enthält die Attacke Verhöhner. Sie zwingt Gegner dazu, nur noch Attacken einzusetzen, die Schaden verursachen. Okay, danke. Aber, Bruder, mach echt mal aus und leg dich hin. Ist besser so. Evoli kann sich zu verschiedenen Pokémon entwickeln. Evoli! Tja, aber dein Evoli scheint irgendwie keinen Bock darauf zu haben. Was ist da los? Das wüsste ich auch gern, Game Freak. Was ist da los? Was für eine Katastrophe! Jetzt habe ich doch tatsächlich aus Versehen mit einem nicht abwischbaren Stift geschrieben. Vielleicht sollte ich die Tafel einfach umdrehen und die Rückseite beschreiben?
ziemlich idiotisch. Da wird er, glaube ich, noch Stress mit seinen Kollegen bekommen. Wenn ich so lange auf den Computerbildschirm starre, strapaziert das ganz schön meine Augen. Ich sollte öfter Pausen einlegen. Es ist wichtig, seinen Augen mal eine Auszeit zu gönnen. Das war wohl eine Ansage gegen mich. Aber ich trage auch Kontaktlinsen, die extra für PC-Arbeit geeignet sind. Okay, gut, nicht 16 Stunden, aber trotzdem. vielleicht sollte ich mich zusammenrollen und ein Fossil werden. Dann könnte man mich in der fernen Zukunft wiederbeleben. Ja, gut, aber wenn du quasi, was weiß ich, 1000 Jahre schläfst im Prinzip und dann aufwachst, ist das nicht ein brutaler Schock? Mit einem Mikroskop kann man erkennen, dass jegliche Materie in unserer Welt aus zahllosen Molekülen besteht. Egal also, wie groß etwas wirkt, im Prinzip ist es doch nur eine Ansammlung von kleinen Teilchen. Andererseits können selbst die kleinsten Dinge sich zu etwas ganz Großem zusammensetzen. Faszinierend, oder? Ja. Hallo. Ich bin ein wirklich super wichtiger Wissenschaftler hier. Ich erforsche unermüdlich seltene Fossilien. Und du? Hast du ein wertvolles Fossil dabei? Ja, gleich zwei. Krass, ein Helix-Fossil. Ich denke, das ist ein Fossil des lange ausgestorbenen Pokémon Ammonitas. Dank der Maschine, die ich entworfen habe, kann ich es in ein Pokémon zurückverwandeln. Willst du, dass ich das mache? Na klar, Mann. Na gut, dann gib schon her. Du gibst dem kauzigen Wissenschaftler ein Helix-Fossil. Ach, muss man jetzt nicht mehr rausgehen? Früher musste man den Raum verlassen und dann zurückkommen. Nun geht's instant. Ja, Mann, dein Fossil war in den Monitors. Ganz wie ich es vermutet hatte. Ja, sehe ich jetzt wenigstens ein Poké? Okay. Da ist es. Es wurde aus einem Fossil zurückverwandelt. In der Urzeit schwamm es durch geschicktes Bewegen seiner 10 Tentakel durch das Meer. Ich find's nach wie vor gruselig. Du kannst mich jederzeit besuchen kommen. Ja, Moment, ich bin noch nicht fertig. Wie gesagt, ich habe noch einen Altbernstein. Oh, ich denke, das ist ein Fossil des lange ausgestorbenen Pokémon Aerodactyl. Dank der Maschine, die ich entworfen habe, kann ich es in ein Pokémon zurückverwandeln. Möchtest du, dass ich das mache? Ja. Irgendwie tun die so, als wäre das Alltag für die. Machen die das echt so häufig oder was? Das finde ich aber schon krass. Und eigentlich auch nicht richtig. Dieses wilde Pokémon aus der Urzeit wurde mit Hilfe von in Bernstein angeschlossenem Genmaterial wieder zum Leben erweckt. Klar, ich denke mir auch manchmal, wäre schon geil, ausgestorbene Tierarten oder so wiederzubeleben, aber naja, ne, naja. Schwieriges Thema, könnt ihr euch ja gerne in den Kommentaren zu äußern, aber jetzt fangen wir uns erst einmal ein lebendiges Mushas, das lässt mir nämlich keine Ruhe. Und da ist es auch schon, hat gar nicht lang gedauert, bis es aufgetaucht ist. Keine Ahnung, warum wir da während unseres Durchlaufs in den Seeschauminseln keins gefunden haben oder vielleicht sind auch 15 an mir vorbeigeschwommen und ich hab's halt nicht bemerkt, wäre ja nichts Neues. Jedenfalls sollte das jetzt passen. Beere und Hyperball. Gefährliche Kombination. Da kommt kein Pokémon mehr raus aus dem Ball. Ja, gut, okay. Meistens. Gut, manchmal. Aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit. So. Und Auslass zu bekommen ist jetzt auch gar kein großer Akt. Ganz easy eigentlich. Wir brauchen nur einen Wasserstein. Also rufen wir das Mushas gleich mal in unser Team. Und entwickeln es weiter. Tipptopp. Austoss. Als kleines Kind dachte ich immer, Austoss ist irgendwie verwandt mit Nebulak, Alpollo und Gengar, wegen dem inneren Kern. Das sieht halt aus wie so ein Geist, aber ja, die haben natürlich nichts miteinander zu tun. Alles klar, dann
geht's jetzt zurück auf die Zinnoberinsel. Mal sehen, was so im Pokémon Center der Zinnoberinsel geht. Selbst wenn du die Entwicklung eines Pokémon abbrichst, kann es weitere Attacken erlernen. Manchmal lohnt es sich sogar, die Entwicklung zu verzögern, bis es eine bestimmte Attacke erlernt hat. Ja, in der Tat. Entwickelt man es nicht weiter, erlernt es schneller krasse Attacken. Weiß auch nicht genau, wie das zusammenhängt, aber ist so. Also von der Logik her, meine ich. Weil eigentlich, je stärker ein Pokémon ist, desto eher sollte es heftige Attacken erlernen. Aber es muss sich ja irgendwie lohnen, die Entwicklung abzubrechen, versteh schon. Ey, interessierst du dich für den Typ Unlicht? Wenn ja, dann hätte ich dir im Tausch gegen ein Mauzi, mein Mauzi vom Typ Unlicht anzubieten. Oh, sorry, ich hab schon einen Alola Mauzi, aber danke. Ja, dann halt nicht. Darf ich fragen, warum du so in die Ecke starrst? Oder nee, lass lieber, ist mir ein bisschen zu creepy. Halten wir Abstand. Gehen wir lieber zu der Dame hier. Ich wollte die Arena der Zinnoberinsel besuchen, aber die Türen sind verschlossen. Es muss irgendwo einen Schlüssel geben, vielleicht in dieser Villa? In der ein Freund des Arenaleiters gewohnt haben soll? Du meinst die Bruchbude? Na, der hat seine Villa aber ganz schön runtergewirtschaftet. Hast du eigentlich viele Freunde? Was ist eine scheiß Frage, Alter. Was geht dich das an, ne? Soviel ich weiß, werden mit Freunden getauschte Pokémon schneller stärker. Es kann sicher nicht schaden, das mal auszuprobieren. Er hat einen wunden Punkt getroffen. Als ob ich mehr als zwei Freunde habe. Nee, ich meine nur, das kam ein bisschen seltsam von ihm. Was machen Sie da? Hin und wieder sehe ich, wie Forscher in der Pokémon-Villa verschwinden. Ob sie da drin etwa Experimente durchführen? Was sollen sie denn sonst machen? Oh, ein Item. Aber am besten überzeugen wir uns selbst und gucken mal rein in diese alte Villa namens Pokémon Haus. Ein eigener Soundtrack spielt hier und den fand ich immer brutalst geil im Original. Auch in den Remakes Feuerrot, Blattgrün hat der es mir schon richtig gegeben. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie es hier in Pokémon Let's Go Pikachu. Und Evoli, oh, muss er jetzt springen? Neu eingespielt haben. Es klang jetzt am Anfang ein bisschen zu sanft, weil eigentlich ist das so ziemlich der mysteriöseste Soundtrack in ganz Pokémon. Oder gehört zumindest in die Top 5. Naja, schauen mal. Erstmal fangen wir das Magma, wo ich mir direkt sicher war, dass wir es hier bekommen können. Wenn es mich jetzt nicht komplett verarschen will, weil gerade läuft's irgendwie nicht so gut. Vielleicht will er aber auch einfach nur etwas mehr Beeren essen. Die hier erhöht jetzt zwar nicht die Fangwahrscheinlichkeit, aber vielleicht die Zufriedenheit. Und wo fliegt denn der scheiß Überball gerade hin, ey? Och komm, es ist jedes Mal sowas von ärgerlich. Okay. Wenn die Pokémon zur Seite springen, dann bin ich direkt um 50% aggressiver, weil ich genau weiß, die Bälle werden jetzt kreuz und quer fliegen. Aber da ist es ja schon geschafft. Auch Magma. Joint unserer Pokémon-Sammlung. Damit dürften wir jetzt mittlerweile fast 100 Pokémon gefangen haben, oder? Steht das hier irgendwo? Oder muss ich den Pokédex nochmal manuell aufrufen? Okay, ich muss ihn manuell aufrufen. Mach ich schnell. Interessiert mich. 116 bereits. Okay. Ja, da fehlt doch nicht mehr viel, Freunde. Da fehlt doch nicht mehr viel. Und ich glaube, ich mach mal das Lock-Parfüm an. Ich wüsste jetzt zwar nicht, welche Pokémon wir hier noch finden könnten. Weil Magma, das war so das Pokémon, womit ich gerechnet habe. Aber sonst? Gibt es hier noch irgendwelche Viecher, die man bekommen kann? Okay, Chanera. Ja, das können wir aber mal just for fun fangen. Für die EP. Aber ich überlege gerade, gibt es noch irgendein Pokémon, was man hier fangen kann? Ein seltenes? Was wir noch nicht haben? Ich fürchte fast nein. Oh, jetzt war der Kreis, glaube ich, zu klein. Weil eigentlich haben wir die Mitte getroffen. Aber juckt! Trotzdem, First Try, Chanera gefangen! Das dürfte EP regnen. Ja, wobei. Ja, 1500 nur. Da wäre natürlich noch mehr gegangen.
locker das Doppelte. Wäre es ein großartig oder ein einfach fabelhaft. Aber ja. Das habe ich leider nicht fertig gekriegt. Gengar habe ich jetzt übrigens Psychokinese beigebracht, weil ich glaube, es erlernt keine krassen Attacken mehr. Hypnose ist eine Level 1 Attacke, dummerweise. Aber irgendwo muss es doch noch einen Trainer geben, der Herzschuppen nimmt und dafür dann Attacken beibringt. Bei dem könnten wir dann vermutlich... Lol, Radfratz, als ob. Bei dem könnten wir vermutlich dann an Hypnose rankommen. Aber bis dahin leben wir mit Psychokinese. Und ja, doch, also die Atmosphäre hier im Pokémon-Haus haben sie auch richtig gut aufgegriffen, die Entwickler. Gefällt mir. Da war ich am... Also neben dem Kraftwerk am meisten gespannt drauf. Weil das sind halt so ganz besondere Einrichtungen in Kanto. Und die Musik, ja, die ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu fröhlich. Ich finde sie nicht schlecht, ja klar, aber früher war es besser. Moment, man kann die Notizen nicht mehr lesen, die ich sie gab? Als ob, willst du mich verarschen? Hä? Im Ernst jetzt? Es gab hier mehrere Bücher in dem Haus, die über ein ganz bestimmtes Pokémon erzählt haben. Das haben sie rausprogrammiert? Oder sind die jetzt an anderer Stelle? Wait. Wir schauen mal weiter. Smogmog, aber das haben wir auch schon gefangen im Kraftwerk. Ja, hier gibt es viele Feuer- und Gift-Pokémon. Ratten natürlich ebenso. Ist schließlich ein verlassenes Haus. Aber man sieht, dass es mal eine krasse Villa war. Weiß ich nicht, vielleicht lässt sie sich ja noch renovieren. Eventuell ist noch nicht alles verloren. Aber ja, die haben die Bücher, glaube ich, echt rausprogrammiert. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Also das finde ich jetzt richtig kacke. Ich habe jetzt zwar noch die Hoffnung, dass die irgendwo anders sind, aber bisher schaut es nicht so gut aus. Okay. Gehen wir mal ein Stockwerk weiter rauf, weil hier haben wir, glaube ich, alles gesehen. Dann mal gucken, was hier so geht. Auch immer diese Statuen beachten. Da sind Schalter, die wiederum gewisse Bereiche zugänglich machen. Und ja, es gibt hier auch Trainer. Und zwar eine neue Trainer-Kategorie, gegen die wir noch nicht gekämpft haben. Diebe. Weißt du nicht, was der sich noch hier erhofft? Das sieht cool aus. Ach stimmt, das war der Dude, den wir in der Safrunia-Arena gesehen haben, ne? Im Background, über den ich schon gelacht hatte. Ah, jetzt könnte sich das mit dem Lachen rächen. Machen wir mal schnell einen Wechsel. Mit einem Galopper habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, er haut Gift-Pokémon raus. Aber nein. Oh, nice. Feuerwirbel geht direkt daneben. Dann hat der Switch ja schon mal keinen Nachteil hervorgerufen oder so. Und vor Ruckzucki habe ich jetzt keine Angst. Surfer. Oh, Turtok, das habe ich ja gar nicht von dir erwartet. Du warst jetzt bislang nicht als Killer bekannt. Aber das war gut gemacht. Was hat denn der da auf seiner Brille? Oh mein Gott, Kopfkino, bitte hör auf. Was zum Teufel? Das sah echt ein bisschen falsch aus gerade. Aber ich kommentiere das mal nicht weiter. Ah, hier haben wir so eine verriegelte Tür. Okay, und da ist ein Buch. Hä, habe ich mich vielleicht einfach geirrt und da unten war nie eins? Doch, oder? Doch, da war doch eins. Diese Leiter. Das stellt man sich in einer Villa aber etwas eleganter vor. Naja, wie dem auch sei. Anders kommt man da halt nicht mehr runter, ne? Okay, hier geht's noch rauf. Oh, und da ist sogar eine Ass-Trainerin. Oder halt Trainer-Coach, ihr wisst, was ich meine. Ich lasse sie erstmal noch in Ruhe, weil wir müssen ja sowieso noch schauen, ob hier noch mehr ist. Ja, doch, es gibt die Bücher. Es gibt die Bücher, aber haben sie die woanders platziert? Strange, ey. Tagebuch, 5. Juli. Ich habe tief im Dschungel eine neue Art Pokémon entdeckt. Eine neue Art Pokémon, habt ihr gehört? Ich finde es ziemlich geil. Weil, ja, wobei, sprechen wir erst am Ende drüber. Ich will jetzt noch nicht revealen, um welches Pokémon es geht.
Genau genommen geht es ja sogar um 2, oder? Ich habe jetzt den Verlauf des Buchs auch nicht mehr ganz im Kopf, aber es müsste sich um 2 drehen, ja. Schauen wir erstmal hier rauf. Ich weiß gerade auch nicht mehr, ob es da weitergeht oder ob das der Sackgassenraum war. Okay. Nee, ich glaube, dass es hier weitergeht. Da geht's dann zu dieser Leiter. Aber da wollen wir noch nicht hin. Nee, wait. Geh zurück. Gelten die Schalter eigentlich immer nur für die jeweilige Etage? Naja, ich probier's mal lieber nicht aus, bevor ich jetzt hier alles durcheinander wirbel und am Ende gar nichts mehr kapier. Und da wir hier eh nochmal herkommen müssen, kämpfen wir jetzt immer noch nicht gegen sie. Warte. Wir aktivieren jetzt den Knopf. Und schauen mal, was in dem Buch dort unten links steht. Na, hier noch nicht. Aber da unten, da war noch ein Weg. Ich mach mal das Parfüm aus, weil, ich denke nicht, dass noch irgendwelche krassen Pokémon hier sind. Wir haben tatsächlich schon alles gesehen und alles gefangen, was wir brauchen. Magma ist auch überhaupt nicht selten. Dachte, dass es würde ein bisschen, seltener auftauchen, aber ist gar nicht so. Und selbst mit deaktiviertem Parfüm spawnen ziemlich viele Pokémon. Kannst dich ja gar nicht mehr davor retten, ey. AP Plus gefunden. Na danke. Tagebuch, 10. Juli. Ich habe das neu entdeckte Pokémon auf den Namen Mew getauft. Okay, damit ist es ja schon enthüllt. Er hat Mew im Dschungel gefunden. Auch mal ziemlich krass, oder? Gehst so wandern und findest da so ein neues Pokémon. Das muss schon für so einen Forscher mega heftig sein. Aber das ist ja noch nicht alles. Es geht ja noch weiter. Boah, diese elenden Radfratz, ne? Ich überlege sogar, ob ich jetzt einen Schutz anmache. Ich glaube, warte, wir probieren es mal aus. Bei Schutz spawnen die Pokémon ja trotzdem, aber wenn ich in sie reinlaufe, dann despawnen sie, oder? War das so? Ich habe das vielleicht einmal in dem Spiel genutzt, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, das ist es, ja, das ist es. Und dann wären wir auch hier auf der Etage fertig. Müssen aber noch einmal den Schalter deaktivieren, sonst kommen wir nicht durch das Tor. Ach, spawnen jetzt doch keine Pokémon mehr? Wegen dem Schutz? Oh. Ja gut, dann will ich das nicht. Dann will ich das eigentlich nicht. Weil es könnte ja auch ein Shiny spawnen, ne? Das könnte ja sein. Ach du Schreck, ich dachte erst, du wärst eine Diebin. Ich? Schau ich so aus? Aber du bist ja nur ein Trainer. Ich bin ein Trainer-Coach. Willst du gegen mich kämpfen, Kleines? Lass uns kämpfen. Na gut. So, was packt die denn aus? Die Ivy. Ein Georock. Alola? Nee, normal. Ja, aber das ist halt schon wieder nichts für Gengar, ey. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass die Explosion einsetzen wird. Und uns dann am Ende auch die TM-Explosion geben wird. Wobei, Moment, es gibt ja schon die TM-Finale. Somit wird es Explosion wahrscheinlich nicht geben, weil das ist ja dann der übelste Downgrade. Explosion ist halt um einiges stärker. Aber physisch, wie ich letztens lernen musste, das war mir auch nicht bekannt. Keine Ahnung, ob das bei Finale genauso ist. Aber ich begreife nicht ganz, warum die Attacken physisch sind. Wenn sich jemand in die Luft jagt, dann ist es doch Also für mich ist es doch speziell vom Verständnis her. Aber okay. Okay, Game Freak, ich hinterfrage nicht eure Entscheidungen. Musste ich lesen in der... Wann war das? Ich glaube, in der Arena von Safuna City. Da hat sich doch irgendjemand in die Luft gesprengt. Und ich habe vorher mit Gedankengut meine Spezialverteidigung erhöht und war verwundert, dass ich gestorben bin. Ja, aber kein Wunder, wenn die Attacke physisch ist. Daher danke für den Hinweis. Man trifft halt auch nicht so häufig auf den Move. So, jetzt, Gengar. Jetzt kannst du mal deinen Donnerblitz abfeuern. Aber ob der killt? Quappo. Der will mir aufs Maul hauen, aber ich bin Typ Geist, das kannst du vergessen. Maximal deine Wasserattacken. G.
geben's mir. Und natürlich direkt volle Pulle Hydropumpe und wahrscheinlich bin ich erledigt. Oder? Nee? Wow. Danke. Dass du das mal wegsteckst. Ginger. Ja, dann ging der Kampf doch eigentlich sogar ganz klar, oder? Aber was war jetzt ihre Besonderheit? Sie kam wie ein ganz normaler Trainer rüber. Der Kampf gegen dich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hier eine kleine Aufmerksamkeit. Ach, Steinhagel, okay. Ja, war gut. Die TM beinhaltet Steinhagel. Diese Attacke ist wirklich beeindruckend. Es fallen massig Steine vom Himmel, deswegen kannst du damit in deinem Doppelkampf beide Gegner auf einmal treffen. Ja, und wie viele Doppelkämpfe gibt's in dem Spiel? 3? 4? Oder hast du schon zu hoch gegriffen? Ich mach den Schutz wieder aus. Ja, tatsächlich. Es spawnen dann nicht mal Pokémon, wenn man den aktiv hat. Alright, dann war das ein Fehler. Mach ich nie wieder. Ja, die Musik ist immer noch cool, aber sie war früher einfach viel, viel mysteriöser. PM21 Schmarotzer? Was will man denn damit? Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Ja, also die Villa braucht schon wirklich einen neuen Anstrich, du. Aber sag mal, haben sie das Rätsel hier in dem Haus verändert? Mir kam das früher viel, viel schwieriger vor. Vor allem die Stelle mit der Leiter ist neu. Früher musstest du nämlich genau gucken. Oder wie erkläre ich das jetzt? Also man konnte an 2 verschiedenen Stellen einfach runterspringen. Völlig geisteskrank. Also es gab keine Leiter. Du musstest an 2 Stellen runterspringen. Eine hat dich wieder quasi an den Anfang gebracht und eine weiter. Und man musste von der vorherigen Etage genau gucken, wie das ungefähr passen könnte. Vom Winkel her. Und jetzt wird dir das einfach komplett abgenommen. Schon ein bisschen lame. Fliegen! Ich weiß nicht, ob das vor einer Explosion schützt, aber ich probier's mal. Ja, er setzt Toxin ein. Was mich halt auch wieder trifft. Was ich auch nicht verstehe, aber es wurde mir gesagt, das ist seit der 6. Generation wohl so, dass Gift-Pokémon mit Toxin immer treffen. Ja, okay. Damit will man wohl die Gift-Pokémon etwas buffen. Aber ich find's halt trotzdem Schwachsinn, weil wenn ich fliege oder Schaufler einsetze, wieso kann ich dann vergiftet werden? Wie soll das denn gehen? Breitet sich das in der Luft aus oder was? Das ist Schwachsinn. Meiner Meinung nach. Muss man ja nicht teilen, die Meinung. Oh, schaffst du das noch, bevor du verreckst? Bist du überhaupt schneller als der? Komm, ich riskiere es jetzt. Ich habe keinen Bock zu wechseln. Und zum Glück. Triff, Flammenwurf und killt. So, jetzt muss ich aber verschwinden. Toxin wird ja auch immer stärker. Ja, gut. Gegen Magma würde ich mich sowieso verdünnisieren. Turtok, du bist dran. Und ich habe den extra vor dem Kampf nicht geheilt, weil ich mir dachte, ich werde den nicht brauchen. Und dann droppt der einfach ein Magma. Das hätte ich jetzt eher von einem Dieb erwartet. Na schön. Kriegen wir das noch irgendwie hin, dass du den besiegen kannst? Komm, zeig, was du kannst. Du War Turtle. War Turtle wäre echt ein cooler Name für ihn, oder? Aber da es ein getauschtes Pokémon ist, kann ich ihn nicht umbenennen. Das steht auch ziemlich häufig in den Kommentaren. Warum hat Turtok keinen Spitznamen? Es geht nicht, Leute. Wir haben die doch ertauscht. Zwar in-game, aber es geht nicht. Nur die Pokémon, die man selbst gefangen hat, kann man umbenennen. So ist das nun mal. Ja, also diesen Sprung haben sie definitiv vereinfacht. Definitiv. Aber ich glaube auch die Räumlichkeiten, weil in meinem Pokémon Gelb-LP hatte ich noch ein paar Schwierigkeiten mit den Türen und so. Und diesmal ist alles so richtig vorhersehbar. Oder bin ich schlauer geworden?
Ist Domtendo klüger geworden mit der Zeit? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Wir wissen es nicht. Auch wenn es Verschwendung ist, ich gönn dir. Und dann noch ein Gegengift, wenn es geht. Gegengift? Jo. Hallo. Ich werde ihm dabei helfen, stärker zu werden. Wenn du an deiner Niederlage wachsen kannst, dann ja, Guillaume. Guillaume ist auch so ein cooler Name, finde ich. Kann wahrscheinlich jeder Zweite auf der Welt nicht aussprechen. Aber es schreibt sich geil, es klingt geil, finde ich. Ich mag den Namen. Also an alle Guillaumes unter euch, Herzen. Oh oh. So ein Wechsel auf Gengar ist halt immer ekelhaft und riskant. Oh, und direkt scheppert es. Ja, super. Ich besieg den aber nicht One-Hit, oder? Eigentlich war der Wechsel bescheuert. Ja, war richtig dumm einfach. Damit hätten wir die Frage geklärt, ob ich klüger geworden bin oder nicht. Ja, sicher. Und Evoli weicht direkt aus, ne? Sicher. Man kennt ihn. LOL? Was ein Beschiss. Sorry, Astrena, ich kann dafür nichts, ne? Ich würde den Quatsch ja ausstellen, aber das Spiel erlaubt es nicht. Tut mir echt richtig leid, Mann. Trotzdem ist das Evoli nicht mehr so overpowered, finde ich. Also gerade wenn man auf das Level guckt. Das hat sich jetzt schon eingependelt langsam. Rasaf. Ein dankbarer Gegner für dich. Uri. Ja, leider schaffen wir das Pokémon-Haus heute nicht mehr komplett. Aber ich will es jetzt auch nicht so durchrushen. Nur damit es noch irgendwie reingepresst wird in die Folge. Muss ja gar nicht sein. Machen wir hier ein Päuschen. Wir können ja auch mal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwo goldenes Geschirr oder sowas finden. Und dann lassen wir das mitgehen. Und dann wird es in der nächsten Folge von Pokémon Let's Go hier drin weitergehen. Support ist kein Mord. Lasst gerne einen Daumen da, wenn es gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.